Interesse ins Ausland zu gehen, brauche dann einen englischen Lebenslauf und habe dann Fragen, wie kann ich diesen Lebenslauf optimieren. Da hatten wir gerade Fachvortrag dazu von einem Unternehmen, von den Deutschen Firmen, die haben da ganz wertvolle Hinweise gegeben. Das war auch ein volles Haus. Studierende kommen zu uns, wurden nach Shanghai, Neuseeland, Mitarbeiter von mir gehen jetzt gerade nach Shanghai. Der musste sich bewerben für so ein Praktikum und hat sich aus der ersten Hand seinen Lebenslauf mal optimieren lassen. Das wird aber bei den Studierenden erzählt. In den Cafeteria, in den Mensen. Das wird überall erzählt und der Zufluss oder der Zuspruch ist entsprechend. Und das erfahren auch die Alumni, weil wir das Gleiche auch für Alumni mittlerweile anbieten. Das heißt, für Berufserfahrene, die den nächsten Karrieresprung wagen, denen gibt ihre Universität eine Hilfestellung. Ja gut, da gibt es noch verschiedene andere, aber was ich noch ganz neu erwähnen möchte, das ist mir sehr wichtig, das ist das Master Package für Masterstudierende. Wir haben im letzten Semester von einem Förderunternehmen von uns, das war die Hellerbahn, haben wir ein Studierenden-Erst-, also ein Einführungspackage bekommen für Studierende und haben dort von der Hellerbahn bestimmte wichtige, brauchbare Beilagen bekommen, wie zum Beispiel einen Reader, ein Vorlesungsskript, was dieses Unternehmen bekommt und in so einer Tüte drin ist und so weiter und so fort. Es gibt also genau das Gleiche für Master-Packages, für die Masterstudierenden, wo auch wertvolle Dinge gesponsert werden, wo der Studierende, der Alumni erkennt, die Universität arbeitet für mich und sie schafft dadurch Kontakte, nämlich zu Unternehmen, zu Führungspersönlichkeiten, zu weiteren Möglichkeiten in jeder Hinsicht. Ja, mein Outlook und meine Recommendations sind eine Appell an Sie. Kreativität und Leidenschaft für Networking, das kommt rüber in der Alumni-Arbeit. Neue Brücken betreten. Sich und die Alumni-Organisation im Prinzip hinterfragen, aber auch immer wieder neu erfinden. Auch kritisch hinterfragen, aber neu erfinden. Marktbeobachtungen im angloamerikanischen Raum kann ich also nur jedem Alumni-Vereinsleiter mal empfehlen, weil man muss das nicht übertragen, eins zu eins, aber man kann sich gewisse Dinge mal anschauen und die Mitglieder nach ihren Wünschen fragen, nach ihren Ideen, nach ihren Beiträgen. Das haben wir schon gemacht, durch Rundfragen, Leben in die Alumni-Organisation reinzubekommen, Leben in die Alumni-Community reinzubekommen und zu demonstrieren, die Universität ist täglich da, macht was mit ihnen, macht ihnen einen Vorschlag, macht ihnen ein Angebot. Und was ich auch nicht vergessen möchte, als ich in der UCLA studiert habe, da haben wir mal einen wunderbaren Abend gehabt an der Business School, da kamen Hollywood-Trainer zu uns. Einer, der Filmschauspieler trainiert und der auch die Präsentatoren, die Schüler, die Studierenden trainiert hat, wie zum Beispiel jetzt mich. Und der hat eins gesagt, und das fand ich ganz toll, Alumni-Arbeit ist Entertainment, auch irgendwo. Wir müssen da vielleicht einen Schritt weiterkommen, das etwas unbürokratischer sehen. Natürlich gehört es auch dazu, aber Building Invisible Bridges und nachhaltige, erfolgreiche Alumni-Arbeit hat auch was mit Unterhaltung, qualifizierter, hochkarätiger Unterhaltung zu tun. So, und damit möchte ich schließen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag, an dem Sie uns auch gezeigt haben, dass Kreativität und Leidenschaft für Networking durchfließt. Ja, gibt es Fragen, Anregungen, Anmerkungen? Wir haben immer wieder das Problem, dass wir Kaminabende anbieten und kurzfristig absagen müssen, weil sich leider nur drei Studierende dafür anmelden. Wie schaffen Sie es, 100 Leute zu motivieren? Also, da gebe ich Ihnen gerne Antwort drauf. Vielen Dank für die Frage, weil das ist wirklich ein Problem. Wenn ich jetzt von 100 Leuten spreche, dann sind es Fachvorträge. Das sind 100 Leute bei uns drin. Wenn ich von Kamingesprächen rede, haben wir in den letzten Kamingesprächen einen Zuspruch gehabt von ca. 15 bis 20, wo die Unternehmen dann 3 bis 4 Gruppen bieten konnten für die Kamingespräche. Das heißt, Kamingespräche, weiß ja wahrscheinlich jeder, das ist sozusagen a little assessment center, will ich mal sagen, im netten Kreis, entweder im Restaurant. Das Unternehmen lädt besondere Studierende ein, die müssen sich mit dem CV bewerben.
oder es ist in-house bei den Unternehmen selbst. Wie machen wir das? Wir machen ein intensives Direktmarketing. Wir bewerben das über die Homepage, wir bewerben das über Flyer, wir bewerben das über Download von Flyern, wir bewerben das über studierte Newsletter, wir bewerben das über Sondernewsletter und das ist, glaube ich, das, was am besten ankommt. Wir gehen in die Veranstaltung, in die Vorlesung rein, also ich selbst, bekomme von jedem Professor ein Zeitfenster, um diese Veranstaltung zu bewerben, um die Inhalte mal kurz darzustellen, Bewerbungsschluss, Deadline und so weiter. Und wir bekommen die Möglichkeit, die Flyer direkt in den Vorlesungen auszuteilen. Und das ist der nächste Punkt, wo ich mir jedem Alumni-Vereinleiter Folgendes zurufen will. Legen Sie bitte nicht die Flyer auf den Tisch oder auf die Bank. Die fallen runter. Erstens, man sieht es optisch schlecht aus für das Förderunternehmen und auch für denjenigen, der es hingelegt hat. Und drittens verfehlt seine Wirkung, nämlich zu informieren. Also, was machen wir? Ich kenne fast jeden Studenten selbst, vom Sehen zumindest. Ich stelle mich hin oben und gebe diese Flyer persönlich aus. Mit meinen Mitarbeitern. Da sind immer ein oder zwei Studierende dabei, die stellen sich strategisch an bestimmte Punkte, geben das aus. Was ich Ihnen sagen möchte, sprechen Sie die Studierenden persönlich, freundlich als Persönlichkeit an. Und nicht einen Flyer hinwerfen. Das kommt nicht gut an. Und aus diesem Informationsfluss, der sich daraus entwickelt, und aus diesem Vertrauens- und Wertschätzungsfluss, Identifikation hat der eine Kollege vorhin gebracht, aus diesem Gesamtbundle kommen die Zusagen, kommen auch die Anmeldungen. Die Studierenden rufen dann an, ach, ich habe das verfehlt, ich muss heute Nachmittag, habe ich dieses und jenes, kann ich die Deadline noch, geht es noch? Das ist der Service und das spricht sich rum und deswegen haben wir volle Häuser. Also Kamingespräche, die gut besucht sind beispielsweise oder Workshops, das ist genau das Gleiche, die gut besucht sind, wo zwei, drei Themen gebracht werden und wo die Unternehmen auch Gruppen bilden mit bestimmten oder aus bestimmten Semestern. Eins möchte ich aber auch trotzdem noch zu dieser Frage sagen. Wenn Sie Ihre Studierenden aufbauen in Ihren Vereinen, würde ich immer empfehlen, aus verschiedenen Semestern Mitarbeiter zu generieren. Weil dann haben Sie wirklich die Semester, die Zielgruppe sozusagen, dann haben Sie einen Zugang dazu. Ich habe zum Beispiel einen Studierenden, der ist aus dem ersten Bachelor-Semester. Ich habe einen Studierenden, der ist aus dem dritten, der Herr Schicker. Ich habe Studierenden, die sind aus dem neunten. Das ist ein Diploma. Das heißt, aus jedem, aus der Bandbreite, und das wiederum generiert den Multiplikatoreffekt, dass unsere Events, sage ich jetzt mal, gut besucht sind. Ich habe jetzt ein kleines Zeitproblem und unterbreche deshalb ungern die Diskussion. Jetzt muss ich auf University Partners fragen, Frau Arendt, können wir eine halbe Stunde Kaffeepause noch machen? Ist es noch drin? Denn ich denke, es ist doch einiger Austausch, die da schon vorhanden. Dann haben wir um 12:20 Uhr, also sind dann 25 Minuten. Gut, wir kennen ja jede Minute. Gut, dann würde ich sagen, setzen Sie die Diskussion vielleicht nur bei der Kaffeepause fort. Und wir treffen uns dann um 12:20 Uhr.